Oh, wie gut! Weil gestern bei einem Stream, da hieß jemand Lena und interessant ist, ich kenne jetzt schon ein paar viele davon. Ja, leidet. Wieso leidet? Ihr könnt doch was Schönes machen, was Kreatives. Ich hab was sehr Schönes hier. Bin echt gespannt, was draus wird. Aber ihr habt gesagt, leidet. Wow. Oh je. Okay, bei dem war ich schon von. Kein Mensch erkennt das. Das könnt ihr euch aber alle hier einreihen, ey. Bei mir auch nicht. Glaube ich zumindest nicht. Kann ich machen. No, das wollte ich nicht. Das war wieder falsch. Sieht genauso schlimm aus wie vorher. Ich hoffe, das ist erkennbar. Könnte schwierig werden, die ganze Aktion. Was ist das denn? Ich hab keine Ahnung, wer das sein soll. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also, ich habe noch nichts, was mit Lumi zu tun hat, gefunden. Sag ich mal so. So, das, die eine Seite wird super und die andere wird eine absolute Katastrophe. Bin ich mal gespannt. Wer das erkennt, dem würde ich ein Stückchen Schokolade geben, wenn er das nächste Mal vorbeikommt. Wer das erkennt. Indeed. Psychisch krank. Das wird niemand erkennen. Also. Aber der Text war auch interessant. Ach, Scheiße, was ist das denn? Das denke ich mir auch gerade, kannst man. Was ist das? Das hat nicht gereicht. Oh, dammit. Ich hab nicht davon gelacht, von dem, was ich da gerade gemacht habe. Oh je, okay. Da war aber auch wieder richtig Nonsens dabei. Ja, da war auf jeden Fall Nonsens dabei, da stimme ich zu. Wenn's kommt, ich bin echt gespannt. So, wir beginnen mal. Hundedetektiv mit Pfeife und Brille. Oh Gott. Okay, das kam ungefähr so an. Okay, ungefähr. Ja. Kein Hund zwei. Brillen tragen dein Hund mit Schlüssel und Lupe. Moment, wo ist der Schlüssel? Ja, toll, ja eben, jetzt wusste ich da noch. Also das sieht echt gut aus, der Hund. Ein cooler Hund mit Schlüsselbund im Maul. Sehr gut. So. Okay. Die Pfeife habe ich für den Schlüssel gehalten, deshalb. Ah, wer ist denn mit Schlüssel braun? Ja, das wusste ich auch nicht, ich wusste auch nicht, was das ansonsten darstellen sollte. Hm. Ein Kochlöffel könnte es noch sein. Also bei Schäfchen bin ich ein bisschen neidisch auf den Hundezeichen-Skill. Der macht das echt gut, ne? Ja. Mit dem Weiß und so. Da weiß ich auch, warum du so wenig Zeit hast. Also ich bin viel. Ich habe Hunde gehabt immer. Ich habe halt viele Hunde gezumalt. Ich sag mal so: Mit einem ordentlichen Zeichentablet kann ich auch zeichnen, aber mit Maus geht das gar nicht. Ja, genau, die zieht ja, irgendwie nach, ne? Das ist mir auch aufgefallen. Okay, weiter. Das hat ein Xenny gemacht. Streamer trägt Zebra-Pyjama. Das kam bei mir. Hä? Das kam mir überhaupt nicht an. Hä? Das Ding ist Ben im Furry-Kostüm kartet mit seinem Sugar Daddy. Das hab ich nicht mehr erkannt.
Perry-Kostüm. Also ich finde den Venom Perry-Kostüm hundertprozentig gut getroffen. Ja, auf jeden Fall. Dass er danach pink geworden ist, mich irgendwie irritiert und dass er so große Ohren hat, aber keine Rüssel. Ich war halt voll beim pinken Elefanten ohne Rüssel. Ja, keine Ahnung, mit Furry kann ich nicht viel anfangen, ehrlich gesagt. Aber ich hab's einfach versucht, irgendwie was zu machen. Nicht drauf kommt, ist irgendwie klar. Ja gut, du bist halt bei Ben nicht im Stream, Warnock hat halt öfter mal so einen Zipblock. Eben, ja. Ich wusste auch nicht, wie ich Ben zeigen soll. Ich kenne ihn nur aus deinem Chat so. Ja. Ich glaube, ich habe nicht so herausstehende Merkmale. Ich habe ja nicht Ben gesagt. Ich habe ja nur gesagt, irgendein Twitch-Stream ja. Ja, bei mir kann man Ben and Furry sehen. Ja. Ja, ich weiß. Schäfchen ist sofort auf Ben gekommen, also. Ja, weil Schäfchen kennt die Geschichte mit den Uli mit dem Zebra. Ah, sehr gut, ey. Heißer Typ strippt vor einer Katze. Jo. Oh, das war witzig. Oh je. Gut, super. Eine Voyeur-Katze beobachtet einen Stripper. Eine Frau im Bikini flieht vor dem Schmuser Katze, oh wie geil. Aber wie das einfach hier am Ende von Ben zu einer Frau umgemünzt wurde? Das wieso kann ja auch ein Mann. Unbedingt eine Frau. Ja. Das kann auch ein Mann sein, der, keine Ahnung, Brustbedeckung trägt. Ja. Naja. Guck mal, der hat sogar eine Glatze oben, das ist eindeutig keine Frau. Glatze und lange und Bokuhila, das ist eindeutig eher ein Kerl. Das ist einfach non-binary, du kannst es nicht einordnen. Oh, und was hat Schäfchen uns gegeben für die Aufgabe? Homer liest aus Homer. Oh Gott. Das hab ich nicht erkannt. Das hab ich so gar nicht erkannt. Roten Mann hat Elias vor sich und mag es nicht. Keine Ahnung. Wie soll man das darstellen, dass das Homer ist? Ich hab versucht, es so darzustellen, dass man... Man mit Bördermund frisst Brüche sagen. Ah, wie gut. Also, ich konnte halt mit Homer nicht so der Homer von Simpsons sein. Jetzt verstehe ich's. Er hat ja immer diesen braunen, runden Ding, wo es dargestellt ist. Ich versuche irgendwie so, dass man es versteht, aber. Ja, finde ich sehr markant, ja. Aber die Haare sind doch eher an der Seite und nicht oben bei Homer. Doch, der hat sie oben. Doch, die sind oben, nur die sind oben so ein bisschen mehr flach. Die hier sind in die falsche Richtung. Wobei. Je nachdem, wenn du ihn drehst, dann sind sie wieder in der richtigen Richtung. Ich dachte immer, Homer hat an der Seite so ein so gezackt bisschen angedeutet Haare, dass er so eine Halbglatze hat. Nicht? Aber Homer hat überhaupt keine Haare, bis auf die drei in der Mitte. Ja. Okay, dann habe ich eine falsche Erinnerung. Die stimmt, du hast recht, an der Seite hat er nochmal so zwei. Ja. Aber die fallen nicht. Nee, so das, die hat Homer doch nicht. Doch, doch. Grandpa hat doch Haare an den Ohren. An den Seiten, warte mal. Homer Simpson. Ich meine, er hat einen Seitenhaare, aber ja, er hat auch oben welche, die komplett rumfallen. Oben hat er zwei sogar. Ja. Okay, ja, aber ich konnte. Also, dass sich das durchzieht bis zum Ende, finde ich prima. Eine Schildkröte beim Stuhlgang. Ah, das kam von dir. Mit der Schildkröte. Wie geil. Ein Durch in einem halben Überraschungsfall auf Toilette. Ach komm, das wolltest du mit Absicht falsch verstehen. Seid doch ehrlich. Das okay, halt Lumi. Gecko auf Bananenbrot auf der Suche nach dem Ei des Kolumbus. Was ist denn das Ei des Kolumbus? Also ich finde schon, dass ich eine Schildkröte hingekriegt habe. Die hat ja wohl eigentlich einen Rückenpanzer. Das hättest du erkennen können, Xan. In einem halben Überraschungsei auf Toilette. Vor allem ist doch die gemacht. Das soll ein halbes Überraschungsei sein, die Banane da unten. Ja. Oh, Lumi. Das ist das Gelbe, ich hab erst an das gelbe Ding denken müssen. Ein Überraschungsei. Vor allem das Bananenbrot auf der Suche nach dem Ei des Kolumbus. Klar, eindeutig das Ei des Kolumbus. Musst du es jetzt wieder zurückholen. So jetzt. Mach mal doch mal das Thema von letzter Runde weiter. Wo ich kritisiert wurde hier. Lumi, du musst mal rangehen. Hab dir geklingelt. What? Okay, I like.
What the heck? Oh Gott. Ich wüsste, was machen soll. Ich kann nicht zeichnen. Kann man drauf kommen. Hoffe ich jedenfalls. Tja, puh. Ja. Okay. Warum kriege ich jetzt mein eigenes vorgesetzt? Ich glaube nicht, dass du ein eigenes gekriegt hast. Das ist nur sehr, sehr ähnlich. Das weiß ich nicht, ob das so gedacht ist, wie ich das jetzt gesehen habe. Ich hoffe. Mal sehen. Hi, Sono! Sono kann mitspielen. Ja, nächste Runde. Sono, du bist hier ranzitiert hiermit. Fällig. Moment, ich krieg auch mein eigenes, glaube ich. Bitte was? Oh, wer macht denn nee, sowas? Das eigene kriegt man nicht. Ja, aber ich habe was sehr ähnliches gerade, was in meins sehr angelehnt ist. Boah, ja, so ungefähr getroffen. Muss passe, muss erkennbar sein. Ach, keine Ahnung. Nehmen wir das. Ist erkennbar, glaube ich. Wird man schon nicht erkennen können. Findest du nicht? Denke ich schon. Also, weiß nicht, deins vermutlich schon, meins. Was sind das? Ah ja, sind tatsächlich zwei ähnliche. Ich würde sagen, es gibt zweimal zwei ähnliche. Wir können ja auch zweimal zwei ähnliche machen, ja, genau. I guess. What the heck? Und wofür steht das Viereck? I guess. Okay. Jetzt hatte ich keinen Plan, was ich schreiben soll. Also, besten Plan, steht XYZ. Okay, los geht's. So, schauen wir mal. Gandalf im Bikini. Ja. Oh, das war gut. Das ist echt gut getroffen. Ja. Nice. Gandalf im lila Bikini mit Stab. Nice. Ich finde das Auge gut. Frau im Bikini ist glücklich. Ja. Die Änderung. Meins kann man nicht erkennen. Die Änderung. Jetzt bin ich mal gespannt, wer hier das zweite Schäfchen geschrieben hat. Ich bin auch. Ein Schaf denkt an ein Metal-Konzert. Oh nein. Echt jetzt? Nein, ernsthaft. Okay. Schäfchen zählt Menschen, Menschen vorm Schlafen. Oh, jetzt habe ich zweimal Menschen geschrieben. Ja. Ah, das soll zählt Menschen sein. Wolf im Schafspelz träumt von Treppenträgern. Ja, was sind denn Treppenträger? Hier kann alles aus, wenn der zweite irgendeine Treppe in der Hand haben und irgendwie anderen herlaufen oder sowas. Jetzt mal doch Schäfchen vorm Einschlafen. Also echt, Ben, das ist. Ja, ist an mir gescheitert, gebe ich ja zu. Eigentlich ist es an schon Schäfchen. Die Freiheitsstatue Menschen. Ist auf ihrem ersten Riff. Riff. Oh, ich hab's versucht. Mit der Fackel. Die Freiheitsstatue tanzt in einer Diskothek. Ja, sehr gut. Ach, das ist die Freiheitsstatue. Die Freiheitsstatue ist eher blau, glaube ich. Irischer König schlägt eine Abwärtsbirne zum Ritter. Ah, jetzt hat die Fackel in der Hand gefehlt. Der irische das König. Sieht mehr aus wie ein König, ja. Der Fackel der Waage. Ich finde die Habsburger. Schäfchen tötet für Kuchen. Das habe ich erkannt. Das habe ich erkannt. Gut gemacht. Schäfchen ersticht jemanden für eine Kirschtorte. Schaf tötet Menschen für Kirschkuchen. Ja, das ging durch. Das haben wir wirklich hingekriegt, du Wahnsinn. Das ging durch. Ich habe das Kirschkuchen gehabt, ich wusste am Anfang gar nicht drin war. Ein Pavian mit seinem markanten roten Hintern. Ich wusste das auch von dir. Oh Gott. Das war so scheiße. Ich finde den Pavian so gut. Ein typ weint mit Obst in der Hand.
hätte einen Bock verloren. Deswegen doppelte nochmal. Oh Mann! Oh Gott, ich weine schon. Ja, ich auch gerade. Trauriger Typ weint mit Obst in der Hand. Komm, das ist einer ein Affe, hallo. Boah, ist das denn ein Affe? Ja, die Locken sind, machen es irgendwie nicht mehr zum Affen. Und hallo Sono. Haare und blaue Wangen? Ist gerade Banane. Nicht. Die Banane, genau. Ich dachte, das macht es vielleicht ein bisschen deutlicher. Das ist ja, das eine ist wie eine Banane und das andere wie ein Pfirsich. Also habe ich das zusammengenommen, mal so. Aber das war nicht beides in der Hand, das eine ist in der Arsch. Das ist doch nicht unbedingt. Achso, das rechts unten sind beide. Ja! Ja! Oh. Der sitzt und er hat die Beine ausgeschüttet, die Banane in der Hand und hinten ist sein Hintern. Ach, Leute. Okay. Oh Mann. Und hallo, Sonu. Jetzt muss ich mir erstmal.